is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die ihn durchbohrt haben. Ihr werdet sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels. Während sie, die Führer des jüdischen Volkes, auf seine Herrlichkeit starren, blitzt in ihnen die Erinnerung auf, der Menschensohn in menschlicher Gestalt. Sie denken daran, wie sie ihn damals behandelt hatten, wie sie ihn abgelehnt und sich auf die Seite des großen Abtrünnigen geschlagen hatten. Die Szenen seines Lebens erscheinen klar und deutlich vor ihnen. Alles, was er tat, was er sagte, die Erniedrigung, zu der er herabstieg, um sie von dem Makel der Sünde zu reinigen. All das wird ihnen bewusst und verdankt ihnen. Sie sehen ihn, wie er in die Stadt Jerusalem reitet. Sie sehen, wie er tief bewegt in Tränen ausbricht, wegen der unbußfertigen Stadt, die seine Botschaft nicht annehmen wollte. Es ist ihnen, als hörten sie seine Stimme, die einlädt, fleht, sie zärtlich und besorgt und wirkt. Die Szene im Garten Gethsemane steigt wieder vor ihnen auf. Und sie hören Christi erstaunliches Gebet. Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Und dann hören sie die Stimme des Pilatus wieder, der sagt, ich finde keine Schuld an ihm. Sie sehen die schändliche Szene im Gerichtssaal, als Barabbas neben Christus stand und sie das Vorrecht hatten, den Unschuldigen zu wählen. Wieder hören sie Pilatus fragen, wen soll ich euch losgeben, Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus. Und sie hören die Antwort, hinweg mit diesem, gib uns Barabbas los. Auf die Frage des Pilatus, was soll ich denn machen mit Jesus? Kommt die Erwiderung, lasst ihn kreuzigen. Wieder sehen sie ihr Opfer, wie es die Schande des Kreuzes trägt. Sie hören den lauten, triumphierenden Hohn. Wenn du Gottes Sohn bist, dann steig herab vom Kreuz. Er hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Jetzt aber sehen sie ihn nicht im Garten Gethsemane, nicht im Gerichtssaal, nicht am Kreuz von Golgatha. Die Zeichen seiner Demütigung sind fort und sie blicken in das Antlitz Gottes, in das Gesicht, das sie angespuckt haben, das Gesicht, das Priester und Regierungsleute mit ihren Handflächen geschlagen haben. Nun wird ihnen die Wahrheit in aller Deutlichkeit offenbart. The Lord is coming. Are you ready?